moving. Irgendwie gibt es ja in letzter Zeit häufiger irgendwelche UFO-Sichtungen. Viele Menschen filmen und bemerken seltsame fliegende Objekte am Himmel. Aber jetzt wurde ein echt extrem interessantes UFO-Foto geleakt, nämlich dieses hier. Das Bild wurde bereits im August 1990 geschossen und wurde seitdem von der Regierung geheim gehalten. Nur durch Zufall ist ein Reporter an das Bild gelangt, denn ein ehemaliger Air Force-Mitarbeiter hat damals heimlich eine Kopie von dem Foto gemacht und bei sich zu Hause aufbewahrt. Warum die Regierung den Vorfall vertuschen wollte, warum wir in Bezug auf UFOs immer von der Regierung angelogen werden und was es noch zu dem Foto zu sagen gibt, schauen wir uns nach dem Intro an. Hallo zusammen! Was ist das für eine krasse UFO-Sichtung? Es ist zwar schon älter, aber definitiv aus meiner Sicht unbearbeitet und es ist auch noch ein Kampfjet extra zu diesem Objekt hingeflogen und sogar auf dem Foto oben. Sprich, die Regierung wusste Bescheid und hat das Teil sofort untersucht. Das UFO wurde am 4. August 1990 gegen 21 Uhr von zwei Wanderern direkt in der Nähe der A9 nordwestlich von Perth in Schottland aufgenommen. Die zwei Wanderer sind leider bis heute geheim gehalten worden, niemand kennt ihre Identität. Ich denke, die Regierung hat dafür gesorgt, dass sie sich nicht dazu äußern dürfen. Die beiden haben aber damals zu Protokoll gegeben, dass sie das UFO ganze 10 Minuten beobachten konnten und es ist mit einem leisen Summen schwebend in der Luft über ihnen gestanden. Und immer wieder flogen Kampfjets in die Nähe des UFOs. Von der Farbe her war es klassisch Silber. Laut ihren Angaben war das UFO schätzungsweise 30 Meter lang. Nach den 10 Minuten des Beobachtens soll das UFO mit einer unfassbaren Geschwindigkeit ganz gerade nach oben in den Himmel hinaufgestiegen sein und ist seitdem für immer verschwunden. Sie haben insgesamt 6 Fotos von dem Objekt gemacht und haben die Fotos und ihre Geschichte dann an die Scotland's Daily Record Zeitung weitergegeben. Die Zeitung hat dann die Informationen an das Verteidigungsministerium weitergeleitet und seitdem sind die Fotos und der Bericht plötzlich verschwunden und wurden nie veröffentlicht. Die Regierung meinte, das muss geheim und unter Verschluss bleiben und damals galt die ganze Geschichte deshalb als Mythos. Schließlich gab es ja keinerlei Fotos und keine Augenzeugen dazu. Jetzt, über 30 Jahre später, konnte ein Journalist einen Kontakt zum ehemaligen Air Force-Pressesprecher Craig Lindsay herstellen, der bis heute einfach eine Kopie des Originalfotos bei sich zu Hause hatte. Er hat eines der 6 Fotos heimlich kopiert, da er damals als Bindestück zwischen dem Verteidigungsministerium und der Zeitung agierte. Es ist wirklich extrem schade, dass es nur ein Foto davon aktuell gibt. Ich würde zu gerne noch die 5 fehlenden Fotos sehen, die aktuell immer noch von der Regierung geheim gehalten werden. Interessant ist auch noch, dass ein riesiges Foto davon im Büro des Verteidigungsministers an der Wand hing. Reporter haben es damals zufällig entdeckt. Das Foto war aber kurz darauf plötzlich spurlos verschwunden. Nick Pope, einer der führenden UFO-Experten, der UFO-Berichte und UFO-Phänomene für die britische Regierung erforschen soll, behauptet, dass das Bild damals den Amerikanern gezeigt werden sollte und die Amerikaner haben das Bild einfach mitgenommen und nie wieder zurückgegeben. Großbritannien wollte ursprünglich nur die USA fragen, ob das UFO vielleicht eine neuartige Technologie von ihnen ist und weg war das Bild. Schön, wie die USA auch mal wieder alles vertuscht. Die britische Regierung hatte vor, das Foto und alle Informationen darüber bis 2076 zurückzuhalten. Warum genau dieses Datum? Keine Ahnung. Jedenfalls wollten sie alle Informationen planweise fast 100 Jahre lang sperren und zurückhalten. Ich denke, das ist wahrscheinlich, um Nachforschungen unmöglich zu machen, weil dann 2076 wahrscheinlich alle Beteiligten bereits verstorben sind. Ich persönlich hoffe wirklich, dass die Fotografen noch gefunden werden können, sie noch überhaupt noch leben und ihr Schweigen brechen können. Die britische Regierung selbst gibt an,
dass die Geheimhaltung aller Fotos und Daten nur zum Schutz der Fotografen beschlossen wurde und es keine Verschwörung ist. Wer ist so naiv und soll das glauben? Welchen Grund sollten Sie haben, das so zu machen? Die Fotografen hatten ja nichts zu befürchten. Im Gegenteil, sie wären eher Helden gewesen, denn sie haben schließlich eines der besten UFO-Fotos jemals geschossen. Also ja, ist klar, liebe britische Regierung. Amüsant sind auch die Lügen, die sie sofort dieser Zeitung zugeschickt haben. Da sagen sie nämlich, die Zeitung soll folgende Punkte schreiben. Die Regierung hat diese Bilder untersucht, aber sie haben keine Schlussfolgerung, was dieses diamantförmige Objekt sein könnte. Sie haben herausgefunden, dass es einer ihrer Kampfjets ist. Aber sie sagen, kein einziger Kampfjet war zu diesem Zeitpunkt dort unterwegs. Und sie sagen auch, seltsamerweise wurden keine anderen mysteriösen Dinge im Luftraum gemeldet zu dieser Uhr- und Tageszeit. Was dieses eckige Objekt jetzt wirklich war, bleibt natürlich wie immer ein Rätsel. Die Theorie, dass es tatsächlich von Außerirdischen sein könnte, ist natürlich extrem hoch im Kurs und immer eine wirklich mögliche und logische Erklärung. Aber auch sehr hoch im Kurs ist die Theorie, dass es sich um eine geheime Technologie der USA handelt. Das würde zumindest erklären, warum sie das Bild sofort gestohlen haben. Aber aus meiner Sicht könnten sie es auch einfach nur sofort gestohlen haben, weil sie selbst an UFOs und Außerirdischen forschen wollen. Für diese Theorie spricht allerdings noch, dass besonders in Großbritannien in den 80er und 90er Jahren vermehrt genau solche fliegenden Objekte gesehen wurden. Die Augenzeugen beschrieben es immer als leises Summen, eckig und extrem schnell. Ein Augenzeuge hat sogar behauptet, dass so ein eckiges UFO von Kampfjets der British Air Force eskortiert wurden. Bei einer Pressefrage aus dem Jahr 1993 fragte damals ein Journalist, ob geheime Technologien der USA den britischen Luftraum durchqueren dürfen. Und das Verteidigungsministerium antwortete damals mit Nein. Aber wir wissen ja, wie glaubwürdig diese Antwort ist. Eventuell ist es wirklich nur ein Spionageflugzeug der Amerikaner. Und die britische Regierung weiß das sogar und hat vielleicht sogar wirklich einen Eskort angeordnet. Fakt ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, das Bild ist echt. Und ich hoffe wirklich, dass die anderen 5 Fotos auch noch ans Licht kommen. Vielleicht bringen die Fotos dann nämlich sogar noch mehr Hinweise dazu. Und das Objekt könnte wirklich von Aliens sein. Wobei ich natürlich die geheime Technologie der Amerikaner auch nicht komplett verwerfen will. Was denkt ihr steckt dahinter? Sitzen in dem Objekt wirklich Außerirdische? Dann schreibt jetzt Aliens in die Kommentare. Oder denkt ihr eher, es ist eine geheime Technologie der Amerikaner? Dann schreibt jetzt USA in die Kommentare. Ich bin schon extrem gespannt auf eure Meinungen zu dem Ganzen. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.